herzlich willkommen zur diesjährigen Festiv 500. Ja, wir machen mal ein kleines Tagebuch von unseren 500 Kilometern zwischen Heiligabend und Silvester. Ja, und wir müssen uns ein bisschen sputen, denn heute ist schon der 28. 24., 25., 26. waren wir in Oldenburg bei meinen Eltern. 27. zurückgefahren, ja, und jetzt 28. ist der erste Tag. Und der Plan ist 4x125 Kilometer. Hier sind wir auf der Neckarbrücke in Ladenburg. Ab Kilometer 15 habe ich mal wieder eine fehlende Gliedschraube. Aber wir haben Ersatz dabei. Wird jetzt reingedreht. Jubi. Perfekt! Rheinfähre Mannheim-Altrip. Fahren gerade die Autos rauf. Da kommen wir noch mit. Das ist doch super. Wir sind jetzt am Rhein und der Plan für die vier Tage ist auch, dass wir ziemlich flach fahren, weil wenn es ständig rauf und runter geht, ist es immer schwitzen, nass, kalt, schwitzen, nass, kalt, schwitzen, nass, kalt. Ja, das versuchen wir zu vermeiden. Ne? Im Winter muss das nicht sein. Hauptsache Kilometer machen und möglichst ein konstantes Tempo fahren, in dem man nicht schwitzt. Also so, wir haben noch 100 Kilometer. Und gerade kommt sogar ein bisschen die Sonne raus. Wir sind jetzt gerade auf der Rheinbrücke bei Speyer. Hinter uns liegt Rheinland-Pfalz. Der Rhein ist die Grenze und jetzt fahren wir wieder nach Baden-Württemberg rein. Köstlich. Köstlich, gut. Schade, zu spät. Der kann, wenn man mit dem Gravelbike nicht runterfahren. Das ging nicht. Hätte man machen können, aber ich habe mich für Plan B entschieden. Ja. Dann machen wir wieder Plan A hier. Fünfzig Kilometer sind rum. Wir haben jetzt hier so ein Waldstück. Nur stracks geradeaus. Die Binnendüne. Aha. Aha. Quelle Surprise. Wir sind gerade auf der Rückseite von der Autobahnraststätte, da können wir uns auch verpflegen lassen. Die Hälfte haben wir jetzt. Es ist 12.44 Uhr. Mal schauen, ob wir noch gegen Ende das Licht brauchen. Wir haben es dabei. Mal sehen. Solche Gebäude da sieht man hier häufiger. Das sind frühere Tabakschuppen. Heute als Scheune genutzt. Genau. Genau. Gerade läuft es richtig. Da rechts sieht man übrigens den Odenwald. Und wieder zurück über den Neckar. So, da hinten hinter mir, da wohnen wir irgendwo. Wir fahren jetzt aber dran vorbei und müssen noch 40 Kilometer. Dürfen noch. Dürfen noch, müssen. Ja, 125. Ja, bisschen unsympathisches Kilometerschrubben. Ja, das gehört dazu. Ist so. Schön, ist was anderes. 30 Kilometer noch, Anne? 30 Kilometer noch. Gut. Schaffen wir. Jetzt fahren wir hier an die Weschnitz. Hier hinter ist so ein kleiner kanalisierter Bach, oder? Oder wie würdest du das beschreiben? Nochmal. Die Weschnitz ist ein kleiner kanalisierter Flussbach. Ja. Kurze Verpflegungspause eingelegt und jetzt das Licht angemacht.
So, die letzten 20 Kilometer, wir sind jetzt gerade in Richtung Süden abgebogen und haben jetzt nochmal ordentlich Gegenwind. Gucken, ob wir ein bisschen Windschatten fahren. Es ist ja ziemlich mild mit 6, 7, 8 Grad und ja, meine Kleidung jetzt sind hauptsächlich Winterschuhe von Shimano MW 7 oder 700, irgendwie sowas. Zwei Paar Wollsocken, ja, eine Winterhose. Da, die müssen, glaube ich, nicht oder nach meinem Geschmack nicht zu warm sein, denn die Muskeln arbeiten ja eh und der Oberschenkelmuskel ist der größte Muskel des Körpers und das sollte schon für ein bisschen Wärme sorgen. Aber im Schritt sollte die Hose winddicht sein. Ja, und sonst Merino Base Layer mit Windbreaker Material. Darüber eine Regenjacke, Mütze, Handschuh von Grip Grab. Ja, und das war's. Heute, gut, 6, 7, 8 Grad ist natürlich nicht wirklich kalt für den Winter. Ne? Sonst müsste ich vielleicht nochmal eine Schicht hier oben mehr anziehen. Vielleicht nochmal andere Handschuhe. Gleich geschafft. Aber geschafft. Gut. 123, irgendwas Kilometer und ja, geschafft. Der Arsch tut weh. Mal schauen, wie es morgen ist. Tschüss. Ciao, bis morgen. Morgen. Ja, wir sind seit 7.30 Uhr schon wieder auf dem Rad, hatten schon schöne Morgenstimmung und Shaving Cream haben wir diesmal auch benutzt, haben es auch mit im Rucksack und wir rollen erstmal weiter. Ja, der Wind kam gestern und heute aus Süden. Deswegen ist es ganz sinnvoll, wenn wir jetzt morgens erstmal Richtung Süden fahren, also mit Gegenwind. Und auf dem Weg zurück haben wir dann ordentlich Rückenwind. Dann wird es gegen Ende des Tages nicht so zäh. Ob das ist eine ganz gute Aufteilung oder Strategie. Wir fahren gerade aufs Schwetzinger Schloss zu. Hier warten wir erstmal. Was steht hier? Okay. Der kommt gerade eben zu. Ja, von mir aus könnte es jetzt aufgehen. Na gut. Cool. Geil. Ja, und die Schranke ist hinter uns auch schon wieder direkt zugegangen. Wir sind am Hockenheimring. Es regnet ganz leicht. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, wir haben mehr als die Hälfte und gerade wird es wieder ein bisschen heiter. Ist doch ganz schön. Nee, gerade nicht. Gerade nicht? Nee. Gerade nicht. Später. So, es sind keine 40 Kilometer mehr. Wir machen noch mal ein bisschen Pause. Wir waren heute Vormittag beim Bäcker.
Haben noch da was mitgenommen. Ich hatte nämlich meine Riegel vergessen. Anna hatte ihre dabei. Mhm. Es gibt manchmal so an so viel zu denken, ne? Dass man das eine oder andere dann doch vergisst. Ja. Jo, gut. 10 Minuten Pause. Mhm. Ja. Super. Weiter geht die wilde Fahrt. Ja, von mir hinten, das sieht wirklich lustig aus mit diesem Rad. Es geht ein bisschen bergab. So, wir sind jetzt endgültig Richtung Norden abgebogen. Wir haben Rückenwind. Ja, und die Strecke habe ich auch so geplant, dass ich so ein bisschen darauf achte, dass ich ein paar weitere Quadrate beim Teilhunting erober. Ja. Um das Quadrat zu vergrößern. Dunkle Wolken da, wo wir hin müssen. Aua, aua, aua. Hier müssen wir einmal über die Gleise. Auf der anderen Seite wieder runter und weiter geht's. 28 Kilometer noch. Wie ist die Lage? Ja, die letzten 25 Kilometer ist schon zäh. 125 Kilometer fahren sich nicht einfach so. Ja. Ja, wir sind auf den letzten 12 Kilometern. Ich zeige Anna gerade mal meine Fahrradpendelstrecke zur Arbeit. Also ich habe seit 2 Tagen wieder ein Auto. Das kam jetzt 9 Monate zu spät und in den 9 Monaten habe ich dann begonnen, mit dem Fahrrad die 12 Kilometer zur Arbeit zu pendeln. Und ja, mit dem Wissen von heute hätte ich eigentlich gar kein Auto gebraucht. Jetzt ist es nochmal für 2 Jahre da. Ja, und wenn alles so läuft, wenn die Arbeits- und Wohnsituation so bleibt, dann würde ich mir danach kein weiteres Auto mehr bestellen. Weil als Paar kommen wir mit einem Auto gut klar. Ja. Anne hat es tagsüber und ich dann so drumherum. Ja. Besser als 2 Autos zu haben. Ja, wir könnten uns arrangieren. Genau. So, wir sind jetzt wenige Meter vor zu Hause. Es waren jetzt 128 Kilometer. Wir sind wieder voll im Soll und ja, ich würde sagen, Mund abwischen. Morgen geht's weiter, oder? Genau, morgen geht's weiter. Ciao! Ja, guten Morgen, Tag 3. Und wir haben es jetzt mittlerweile schon ganz untypisch für uns, kurz nach 10. Aber bei uns beiden ging es heute Morgen irgendwie nicht so gut. Und wir sind dann einfach mal ein bisschen länger im Bett geblieben und haben eigentlich schon vor uns die Festiv abgebrochen. Und jetzt sind wir aber gut ausgeruht und haben gesagt, ach, bei dem Wetter müssen wir raus. Wir fahren heute in Mannheim und Worms ein paar neue Gegenden und dann werde ich beim Teilhunting mein Quadrat von 8x8 auf 10x10 vergrößern können. Immer dieses ganze Gehupe in der Innenstadt. Ja, die Beine machen sich ganz gut. Mir scheint es gerade so, als ob sie sich während des Fahrens erholen. Ja, das stimmt. Die Beine sind bei mir. Nach ersten Tag war es schlimmer. Wieder Fähre Altrip. Gestern hatte ich die Interbib von Gore an, weil ich die Polster eigentlich von Gore sehr gerne trage. Allerdings hatte ich so nach 50 Kilometern unglaublichen Knieschmerzen. Die ist da einfach sehr eng und es war dann richtig unangenehm. Heute habe ich wieder die Winterbib von Universal Colors an und die fühlt sich richtig angenehm an. Irgendwie wie eine Strumpfhose. Ja, Helden in Strumpfhosen, oder? Ja, mittlerweile hat sich zugezogen und der nächste Bäcker gehört uns. Faust. Yeah. Yeah. Endlich haben wir einen Bäcker gefunden, weil Mario fährt heute konsequent an allen Bäckereien vorbei. Obwohl ich immer geschrien habe, Bäcker! Aber jetzt haben wir einen gehört. Magic. Richtig gut hier, Berliner mit Vanille. Alles bisschen lecker. Aufwärmen. Das ist BASF in Ludwigshafen. Es
das gerade richtig gut. Rückenwind. Ja, genau, Rückenwind. Wahrscheinlich haben wir den gleich wieder als Gegenwind. Aber das muss man immer ausnutzen, solange man Rückenwind hat und es sich so gut rollt. Ja. Richtig. Drachen steigen lassen. Wir sind auf der Nibelungenbrücke. Ja, 50 Kilometer sind es noch. Wir haben den Rhein verlassen. So, jetzt ein bisschen Wind von der Seite. Wir stehen hier gerade auf so einer Verkehrsinsel, weil wir nämlich irgendwie jetzt bei der Routenplanung ein bisschen Fehler gemacht haben. Der schickt uns jetzt nämlich hier diese B44 runter, aber das ist eine extreme Schnellstraße. Das wollen wir, glaube ich, lieber nicht. Daher Plan B, der Google Map, mal schauen, wie wir fahren. So, ich glaube, hier müssen wir her. Andere Seite der B44, da ist ein Radweg oder sowas. Wir müssen eigentlich hier weiter, aber in die Richtung hier gibt es jetzt noch zwei Teils zu erobern. Das ist eine Sackgasse, die führt direkt an den Rhein und den Abstecher machen wir kurz. Ja, manchmal ist das schon komisch, ne? Diese Straße führt ins Nichts, ist aber so breit. Man könnte fast schon den Eindruck haben, irgendwie vom Militär gebaut. Frag mich, was da kommt oder wofür das mal war. Das ist ein Betriebsgelände und da geht es ziemlich unspektakulär in den Rhein. Ja, 30 Kilometer noch, es wird ein bisschen ungemütlicher. Die Frau mit dem Hammer ist auch schon da. Wir schaffen das. Ja, das ist jetzt übrigens die neue Mindset-Anne. So, die letzten Meter, ab nach Haus. Schöner Weihnachtsbaum. So, wir rollen die letzten Meter. 125 Kilometer sind auch heute geschafft. Und morgen geht's weiter. Letzter Tag fürs Ziel 500 und letzter Tag im Jahr 2022. Ciao. Ciao. Morgen. Guten Morgen zum letzten Tag. Ja, wir freuen uns. Letztes Mal 125 Kilometer. Wir haben schon gesagt, morgen machen wir einen Schlafanzugtag. Aber jetzt erstmal in Richtung Süden. Ja, für den Sonnenaufgang vielleicht noch zu bewölkt. Und wir sind unter. Unter Uhu oder unter, nee, Uhu. Wir sind unter 100 Kilometern. Ja, ich glaube, das ist besser zu verstehen. Wir sind Uhus. Seit gestern bin ich eigentlich krank, aber ich fühle mich, wenn ich draußen bin, besser oder weniger krank als drinnen. Ich weiß nicht, ob das mit der kühleren und feuchteren Luft hier draußen zu tun hat. Ich glaube, die warme, trockene Luft zu Hause, die macht das weniger angenehm. Ja, und vom Puls her habe ich so in der Ebene 110. Also keine große Anstrengung. Das ist so dann für den Moment absolut okay. Ich hoffe, dass ich es dadurch nicht verschleppe oder so. Aber ja, ist schon interessant, dass ich mich auf dem Rad besser fühle als zu Hause. Ja, es fährt sich heute richtig gut. Wir haben schöne Straßen, sehr viel im Grün, nicht so sehr heute die Städte. Und wir haben jetzt schon 50 Kilometer geschafft. Wir haben es 21:45 und der nächste Bäcker gehört uns. An den Rädern steckt jetzt der Schmutz von knapp 500 Kilometern.
Ich habe abends immer nur den Antrieb sauber gemacht, gereinigt, geölt und so weiter. Ja, und nichts sauber gemacht. Und jetzt sehen sie eben so aus. Eine Neujahrsbrezel, Berliner mit Vanillefüllung und eine Puddingschnecke oder Schleife. Yeah! Waldautobahn! Waldautobahn! Die Hälfte haben wir jetzt. 62,5 Kilometer. So, es wurde immer wärmer. Jetzt sind ca. 16 Grad. Wir haben mal Mütze und Handschuhe das erste Mal ausgezogen an diesen 4 Tagen. So, ich habe gerade live einen Tubeless-Schaden. Da war eine Scherbe drin. Ich roll jetzt mal weiter. Also ich habe die Schere kurz rausgezogen. Ich rolle weiter. Da ist es. Ja, ich höre noch was. Ich glaube, da muss ich jetzt mal so ein Würstchen reinstopfen. Da das Loch nicht sehr groß war, habe ich es zuerst mit zusätzlicher Dichtmilch probiert. Das hat dann aber nicht funktioniert. Dann habe ich es versucht mit Würstchen. Allerdings war der Piekser zu groß für das Loch. Und zu guter Letzt habe ich einfach einen Schlauch reingezogen. Ja, jetzt sollte es wieder funktionieren. Schlauch ist drin. Bisschen Sauerei gemacht. Aber hier mit dem grünen, mit dem nassen Gras konnte man das dann, die Tubeless-Milch entfernen. Schatten gefällig? Ja, sehr gerne. Ja, okay, dann mache ich die Führungsarbeit. So, wir biegen jetzt hier rechts ab und dann haben wir 45 Kilometer Rückenwind. Und wie ist die Lage? Ja. Ah. 5 Kilometer in 4 Tagen ist auch ein bisschen viel, ne? Wir sind schon wieder in heimischen Gefilden und die letzten 10 Kilometer brechen gerade an. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, das würde mich sehr freuen. Danke. So, geschafft. Ein paar Meter sind es noch, aber es werden dann 125 Kilometer sein heute. Ja, und die Festi 500 haben wir geschafft. Yeah, war jetzt auch wirklich doch echt auch anstrengend. Ja. Aber wir haben es geschafft. Ja, sportlichen Saisonausklang gehabt oder Jahresausklang. Ja, jetzt freuen wir uns auf den Silvesterabend heute. Im Chill-Out-Modus. Ja, genau. Jogginganzug an. Genau. Ab auf die Couch, Fernsehen gucken, ein paar Silvesterklassiker und Pizzaschnecken essen. Mal schauen, welche Konzerte auf Dreisat laufen. Ja, und dann wünschen wir euch einen guten Rutsch heute Abend. Kommt gut ins neue Jahr. Ciao. Ciao. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Der Code gilt übrigens auch für alle anderen Versicherungen von Helden.de.